beieinander, denn jetzt beginnt die Show. Hallo miteinander, das wird eine super Zeit. Jetzt gehen wir alle richtig Gas, der wird was auch Bescheid. Ruth Abelhoff aus den Niederlanden. Ja. Wie kommt man als Niederländer auf eine steirische Harmonika? Ja. Weil so ein, als kleines Kind, wo ich wohne in meinem Dorf, liebt man die Volksmusik wirklich gern. Und da war ein ganz großes Zeltfest, immer mit Volksmusik. Und ganz viel von den, das Goldrick-Quintett. Das war fast in meinem Hintergarten und ja, da kam ich als kleines Kind mit diesen Musik. Ja. Zu hören und dann geht man da hin und ist man verliebt auch in die Musik. Dann geht man nach Österreich auf die Urlaub und dann lernt man die steirische Harmonika kennen. Jodelt man bei euch auch in den Niederlanden? Ab und zu, aber ja? Mir geht's nicht so gut. Nein. Nee, ja. Nein. Wie lange spielst du schon? Ich spiele schon 20 Jahre steirische Harmonika. 20 Jahre? Ja. Und fast 20 Jahre auf der Bühne auch. Und auch natürlich bist du viel unterwegs. Ja, ganz viel in Holland, von oben von Holland, dann ganz bis Süden von Holland, ab und zu auch in Österreich und Deutschland. Und ich war, glaube ich, noch nicht in der Schweiz leider, aber vielleicht zum nächsten Mal. Wir haben ja viele Schweizer, ich glaube, ja. Hinter der Kulisse wird Adressen ausgetauscht und wirst wahrscheinlich öfters mal in der Schweiz auftreten dürfen. Vielleicht mit unserem Österreicher, mit Marco. Ja, sicher. Ein Holländer oder Niederländer mit einem Österreicher. Ja, wir haben gleich noch geübt hinter der Bühne, das geht ganz gut. Also es passt. Der nächste Titel, den wir hören, kann man auch bei dir auf der CD hören? Ja, das ist auch ein Titel von meinem brandneuen Album. Auch wenn ich immer unterwegs denke, denke ich immer zurück an meine Heimat. Und das ist, habe ich immer ein Bild von meiner Heimat. Also jetzt hören wir das Bild aus deiner Heimat. Danke. Dankeschön.